Wer noch daran glaubt, dass ein Wandel des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Systems möglich ist, wird schnell und Grund und Boden argumentiert und als unwissend und naiv abgestempelt. Immerhin setzen sich seit Jahrzehnten viele Menschen dafür ein, Armut, Ungerechtigkeit und Krieg zu bekämpfen, und doch scheint sich nichts geändert zu haben, eher sogar im Gegenteil. Woran das liegt, untersuchte ein junger Psychologe in seinem ersten Buch Unmöglicher Wandel, warum die Utopie scheitert. Herzlich willkommen zu einem neuen Manova-Gespräch mit meinem heutigen Gast, Pascal Hessler. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über eines meiner absoluten Lieblingsthemen zu sprechen. Was ist Wandel überhaupt? Wieso scheint es, als würde gar keiner stattfinden, als wäre das gar nicht möglich? Und warum machen wir dann überhaupt diese ganze Arbeit, die wir machen, wenn wir irgendwie gleichzeitig denken, es bringt nichts? Also irgendwo scheinen wir ja doch zu glauben, dass irgendwas möglich sein muss. Sonst würden wir das alles nicht machen. Deshalb wäre jetzt meine erste Frage, wie du als Psychologe und in so jungen Jahren auf die Idee kamst, so ein Buch zu schreiben. Ja, also das Thema hat mich schon immer beschäftigt. Also ich habe mich schon in der Schulzeit gefragt, was passiert hier eigentlich? Warum muss ich jetzt in die Schule gehen? Warum arbeiten alle? Warum gibt es Armut? Also ich habe mich schon immer damit beschäftigt und irgendwann dann angefangen zu lesen, mich zu informieren und dann vor 2 Jahren angefangen, selber mal an zu schreiben. Mal gucken, was bei rauskommt. Und dann kam das Buch bei raus. Ach, das war gar nicht unbedingt als Buch geplant ursprünglich. Ja, nicht, ich sag mal, das so eine erste Idee, ich war gerade so nach meiner Masterarbeit so im Schreibfluss drin und dachte, ich schreibe einfach mal und versuche das zu verarbeiten, was ich auch so in den letzten Jahren so selber erfahren habe, erlebt habe und das für mich auch mal zu ordnen im Prinzip. Und dann, ja, habe ich immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und dann, ja, dachte ich, mache ich doch ein Buch draus, ne? Und woran liegt es jetzt also, dass die Zustände trotz dieses Einsatzes so vieler Umwelt- und Friedensaktivisten sich nicht für alle sicht- und spürbar ändern, verbessern? Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, auch zu erwähnen, dass es ja auch nicht so ist, dass es sich nichts verändert hat, ne? Also wir haben ja schon sehr viel, was wir als heutzutage selbstverständlich wahrnehmen. Ich sage nur die Arbeiterbewegung und sowas, 8-Stunden-Tag, das ist ja für uns normal eigentlich, ne? Und das hat ja auch lang gedauert, um das zu erkämpfen. Deswegen finde ich schon, dass es auf jeden Fall auch da ist, sichtbar. Nur wir haben uns halt zu sehr daran gewöhnt, dass es normal ist, ne? Und ja, Umwelt, Friedensaktivisten, ich denke, da geht es auch darum, dass die vor allem in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr an Einfluss verloren haben. Das heißt, ja, das, was vorher viel Einfluss genommen hat, das wurde irgendwie immer weiter minimiert, ne? Das heißt, die Medien berichten vielleicht nicht mehr so wirklich davon. Das heißt, es wird vielleicht klein geredet, also vor allem Bewegungen, die wirklich an den Kern der Ursache gehen, die wirklich was verändern könnten. Und da wird es dann entweder wird nicht drüber berichtet oder es wird diffamiert, zum Beispiel als rechts oder als Gefahr für unsere Demokratie, was ja eigentlich erstmal absurd klingt, ne? Oder es wird nur darüber berichtet, weil es vielleicht dem System eher dient, ne? Du schreibst in deinem Buch von der Erschaffung einer kontrollierten Realität. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Eine wichtige Durchsage, bevor es mit der Sendung weitergeht. Uns von Manova wurde das Bankkonto gekündigt. Das bedeutet für alle Spender, die uns per Dauerauftrag unterstützen, erst einmal vielen Dank. Ohne ihren Support wäre die gesamte Arbeit von Manova nicht möglich. Damit uns Ihre finanzielle Unterstützung auch noch nach Ende April, ab Anfang Mai erreicht, dazu müssen Sie möglichst bald aktiv werden und Ihren bestehenden Dauerauftrag umändern auf unsere neue Bankverbindung. Die finden Sie sowohl hier eingeblendet als auch unten in der Videobeschreibung. Das gilt im Übrigen nicht für die Spender, die uns per Spendenformular unterstützen. Auch Ihnen gebührt ein großer Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun weiterhin viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der nachfolgenden Sendung.
Ja, da müsste ich vielleicht ein bisschen auch ausholen, wenn wir die Zeit dafür haben. Also das Buch ist ja im Prinzip, also das basiert ja im Prinzip darauf. Also da sind ja knapp 200 Seiten, die das versuchen zu beschreiben und deutlich zu machen. Ich fange mal damit an, dass es im Prinzip zwei Kernideologien gibt, die aufeinander getroffen sind. Also einmal eine politische Ideologie, die ja schon spätestens seit Aristoteles war ja schon so eine Abneigung gegen die Demokratie. Das heißt, Aristoteles hat ja auch gesagt, dass er eher dagegen ist, eine Demokratie aufzubauen, weil er es als Unrecht angesehen hat, dass die Mehrheit, die Besitzlosen sozusagen, dadurch die Macht hätten, den wenigen Mitbesitz quasi ihren Reichtum wegzunehmen. Das hat sich im Prinzip so immer weiterentwickelt. Vor allem dann kam die Gründung der USA. Die Gründungsväter der USA haben ja dann diese repräsentative Demokratie erfunden. Das heißt, da ging es ja auch immer darum, den Reichtum zu schützen vor vor der Masse. Und dadurch hat sich dann vor allem in den letzten Jahrhundert, da kann ich auf jeden Fall eine Dokumentation empfehlen, die da wirklich das sehr gut zusammenfasst. Die heißt The Sanctuary of the Self, also das Zeitalter des Selbst. Das ist von Adam Curtis von 2002. Da geht's im Prinzip darum, man muss weit ausholen, um das wirklich alles verständlich auch zu machen. Also der erste, der da wichtig ist, ist Sigmund Freud, also der Psychologe schlechthin, der ja auch davon ausging, dass es sozusagen unbewusste Triebe gibt. Also klar, gibt es einmal den Lusttrieb, ne, den Sexualtrieb, und dann gibt es aber auch so einen Todestrieb, den er gesehen hat. Und diese destruktiven Kräfte, er hatte halt ein sehr negatives Menschenbild und ging eher davon aus, so die Menschheit geht zugrunde. Und dann kam sein Neffe, Edward Bernays, der hat gesagt, ich nehme das mal in die Hand, mache mir das zur Aufgabe, die Menschheit sozusagen vor sich selbst zu beschützen. Und wollte sozusagen diese Kräfte, diese Triebe so ein bisschen bündeln. Und hat das vor allem durch Konsum versucht zu bündeln. Also Edward Bernays ist ja sozusagen der Vater der modernen Massenmanipulation. Also so Sachen wie, wenn man heutzutage Werbung schaut, Zahnarztwerbung zum Beispiel oder Zahnpasta-Werbung, sieht man immer so einen Mann mit weißem Kittel und sowas, der irgendwelche Statistiken darstellt. Das sind ja auch Dinge, die von Edward Bernays im Prinzip standen. Also diese Autorität, die irgendwas sagt und dann muss es ja stimmen. Oder auch sowas wie Bacon und Egg, also als gesundes Frühstück. Also er hat ja seine Seele, wenn man so will, verkauft an die Tabakindustrie, an Fleischindustrie, hat quasi Werbung gemacht. Und das ist ja wirklich 100 Jahre von Propagandaforschung, die im Prinzip uns in immer weiter eine Realität geschaffen hat, wo wir das Gefühl haben, so das ist das einzig Normale, was es gibt. So kaufen, arbeiten und niemanden verletzen, so nach dem Motto. Also keine negativen Triebe ausüben. Was ja erstmal auch, wenn man so will, eigentlich gar nicht so negativ klingt. Ne? Also es war vielleicht eine gute Absicht dahinter. Aber letztlich ist es halt ein extrem negatives Menschenbild, was vermittelt wird. Und den Menschen wurde abgesprochen, überhaupt selber Entscheidungen zu treffen, politisch aktiv zu werden. Weitere wichtige Personen, die es da noch gibt, die ja auch mit Edward Bernays im Prinzip zusammengearbeitet hat, ist ja Walter Lippmann. Der hat ja 1922 sein Buch »Die öffentliche Meinung« geschrieben, zählt als einer der einflussreichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und hat im Prinzip ja auch in seinem Buch oder Büchern vermittelt, der Mensch ist viel zu träge, viel zu irrational, die irrationale Herde. Wir brauchen irgendwie jemanden, der uns führt, der uns politisch sagt, was wir machen sollen, was wir tun sollen. Und
Das klingt erstmal so auf der einen Seite vernünftig, aber halt ja die Absprache der Mündigkeit des Bürgers. Ne? Und ja, so hat sich das, wie gesagt, in den 100 Jahren immer weiter verfestigt. Dann kam noch der Neoliberalismus, also diese Wirtschaftsideologie, wo es ja auch im Prinzip nur noch darum geht, jeder kann zum Millionär werden, wenn er sich nur hart genug anstrengt. Und das ist natürlich durch die ganze Ungleichheit einfach völlig unmöglich. Ne? Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Elitendemokratie. Dabei gehen wir davon aus, das meinte ich auch mit Gefahr für unsere Demokratie, der normale Bürger, sage ich mal, der geht ja davon aus, wir sind in einem demokratischen System. Alle 4 Jahre mache ich mein Kreuz und kann mitbestimmen. Aber das ist ja keine Mitbestimmung, was wir haben, sondern nur ja eine Parteien- oder eine Oligarchie, eine Wahloligarchie, wo ich einfach nur noch da wähle und ja hoffe, dass der das macht, was ich mir wünsche. Aber das ist halt alles von Demokratie, was wir haben. Und im Endeffekt geht es darum, dass unser gesamtes Denken, unsere Wahrnehmung ja so gebündelt ist, dass er nur noch so ein wie so ein kleiner unsichtbarer Käfig da ist, wo wir leben und denken, es gibt keine Alternative. So, das ist alles, was es gibt. Das ist quasi unsere Realität. Und dann sind wir auch noch, vor allem in den letzten 4, 5 Jahren, durch Kontrolle von Wahrheit im Prinzip. Ne? Also hier bei Faktencheckern und so weiter, wo es Instanzen gibt, die uns sagen, was richtig und was falsch ist. Ne? Das heißt, es wird immer weiter gebündelt und wir haben das Gefühl, wir kommen da gar nicht mehr raus. Ne? Also stimmt das nicht? Du sagst, es ist im Prinzip nur ein Gefühl, es ist unsere Wahrnehmung. Ja. Aber es gibt eine quasi eine Realität, die viel größer ist als die kontrollierte, die wir wahrnehmen können. Ja, absolut. Ne? Aber durch diese ja erlernte Hilflosigkeit, also das Gefühl zu haben, wir haben gar keine Selbstwirksamkeit mehr. Ne? Also alles, was ich mache, verändert nichts. Ne? Ist egal, ob ich die Partei wähle oder die Partei. Es bleibt alles so, wie es ist. Ne? Und sobald es an die Grenzen geht oder sobald man wirklich was verändern könnte, wird das System aktiv und versucht, wieder dagegen zu arbeiten und wieder diese kontrollierte Realität in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten. Aber ich habe mal ein Interview mit Gerald Hüther geführt, mhm, und da geht es im Prinzip auch darum, dass er sagt, auch unser Gehirn funktioniert im Prinzip so. Mhm. Es gibt die eine Hälfte, die will Wachstum und die andere Hälfte möchte aber vor allem Energie sparen, mhm, sprich keine Veränderung. Es ist ja im Prinzip, was im Außen stattfindet, auch so eine Repräsentation unseres Gehirns. Und Gerald Hüther sagt, wenn wir jetzt etwas ändern wollen und unser Gehirn davon überzeugen wollen, dann brauchen wir eine Vision. Mhm. Aber die wird uns quasi ja schon abtrainiert, dadurch, dass immer wieder behauptet wird, es gibt keine Alternative. Mhm. Das ist dann genau, quasi durch, ne, die kontrollierte Realität, die nutzt das quasi aus, mhm, dass wir so träge sind, dass unser Gehirn Energie sparen möchte. Ja, absolut. Und es gibt ja auch diese Status-Quo-Neigung. Also die besagt ja auch, dass man merkt das ja auch in der Therapie. Also ich arbeite ja auch therapeutisch, wenn irgendwelche Veränderungen da sind, also zum Beispiel beim Arbeitsplatz, wo ich arbeite da, weil ich Geld verdiene und habe das Gefühl, es gibt halt keine Alternative. Und die Status-Quo-Neigung sagt ja, ich bleib lieber bei dem, was ich kenne, weil das kann ich einschätzen, weil wenn ich was Neues mache, selbst wenn es objektiv besser ist, habe ich Angst davor, dass es vielleicht doch schlechter sein könnte. Lieber bei dem bleiben, was ich schon kenne. Jetzt ist trotzdem, also du schreibst in deinem Buch auch, dass du glaubst, dass Aufklärung der Schlüssel, mhm, für die Veränderung ist. Mein Eindruck ist aber eben auch oft, dass wir klären ja seit Jahren auf, also die Nachdenkseiten, die gibt's ja seit 20 Jahren oder länger, den Zeitpunkt in der Schweiz seit 30 Jahren. Mhm. Also Aufklärung findet statt, schon lange. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das die Leute, dass Aufklärung Menschen dazu bewegt, was zu ändern. Warum glaubst du, dass das doch ein Schlüssel ist? Ja, weil ich glaube, dass das der einzige Schlüssel ist. Also wir haben ja sonst keine andere Möglichkeit. Und ich sag mal, die Zeit der Aufklärung, die hat ja viel verändert. Und dann kam sozusagen die Gegenaufklärung. Mhm. Vor allem durch den Neoliberalismus
auch so eine Neo-Feudalismus im Prinzip. Also wir wieder fast schon, wenn man es übertrieben zumindest sagt, die kleinen Bauern, Knechte sind und oben gibt es den König, der uns bestimmt. Ne? Und wir brauchen auf jeden Fall weiterhin die Aufklärung und es ist gut, dass es die gibt. Und da sind wir auch wieder bei diesem, dass Veränderungen ja nicht so schnell immer spürbar sind. Ne? Also jeder Mensch, dem die Augen geöffnet werden, und das hat sich sicherlich in den letzten 4 Jahren vor allem ergeben, dass da viele sozusagen aufgewacht sind. Das ist ja unglaublich wichtig, ne? Aber es ist halt noch nicht genug. Deswegen können wir wirklich nur weiter aufklären. Und das ist auch was, was du ja auch vorhin so gesagt hast, dass die Veränderungen geschehen, aber wir nehmen sie oft gar nicht wahr, weil wir sie dann schon als Selbstverständlichkeit, auch das mit den Frauen, dass wir Frauen heute alle arbeiten gehen und unser Leben relativ also selbstbestimmt im Vergleich zu früher extrem selbstbestimmt leben können. Das scheint uns heute selbstverständlich. Dass wir 8 Stunden arbeiten, scheint uns selbstverständlich. Das war ja auch mal, damit fängt dein Buch ja auch an, mit der Arbeiterbewegung, was da eigentlich alles dahinter steckt und dass es früher normal war, ich weiß nicht, 12 Stunden, 16 Stunden, ich weiß nicht mehr, ja, zu arbeiten. Auch für Kinder natürlich, ne? Und ich meine, diese Zustände gibt es ja heute auch noch in anderen Teilen der Welt. Das ist ja im leider. Prinzip auch nur ausgelagert und es ist weit weg von uns. Aber es verändern sich Dinge trotzdem auch zum Guten quasi, nur dass es dann auch schon wieder für uns normal ist. Ja, und das ist ja gerade auch das Schwierige, also dass wir diese kleinen Dinge nicht wahrnehmen. Und wir wünschen uns immer einen Riesenwandel, aber ja, das ist halt ein schleichender Prozess. Ne? So wie das Altern. Das sieht man halt auch immer erst so nach mit 10 Jahren Abstand. Jetzt sehen wir leider mit viel Abstand, wie vieles in den letzten Jahren gerade sich eher so, also wie vor allem halt in Europa, zum Schlechteren wandelt. Also, dass soziale Errungenschaften rückgängig gemacht werden, wieder mehr Armut kommt, auch mehr, weniger Meinungsfreiheit, mehr Dogmatismus und du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Hast du den Eindruck, das kann man irgendwie auch wieder rückgängig machen? Also, oder was bräuchte es dafür, jetzt als Psychologe, um Menschen zu erreichen, dass sie offen werden für eine Aufklärung und für ein neues Verhalten auch in ihrem Alltag? Ja, also auf jeden Fall erstmal das Bewusstsein schaffen. Ne? Also wirklich durch Aufklärung, durch selbstständig, durch so Formate wie Manova, sich Interviews anschauen, lesen und dadurch wirklich begreifen, was ist erstmal der Ist-Zustand, ne? Und die Augen zu öffnen im Sinne von, was wäre möglich? Weil es ist ja dadurch, dass unser Denken so eingeschränkt ist, wissen wir gar nicht mehr, was wir eigentlich für kreative Kräfte auch haben. Also das finde ich auch ganz wichtig bei dem neuesten Buch von Rainer Mausfeld, Hybris und Nemesis, falls du das gelesen hast, weil das, was von Freud kam mit diesen destruktiven Kräften, Mausfeld beschreibt das ja, dass wir irgendwie, der Mensch ist das einzige Wesen, was so unendliche zerstörerische Kräfte hat, aber auch gleichzeitig unendliche kreative, also konstruktive Kräfte. Die haben wir aber aus den Augen verloren. Und das sich bewusst zu machen, und ja, dass jeder auch kleine Veränderungen im Alltag etablieren kann. Also funktioniert ja letztlich auch Therapie. Also wenn man sagt, ich versuche die Gesellschaft oder das System zu therapieren, dann muss ich ja erstmal schaffen, das Bewusstsein schaffen, die Ursachen klären und dann natürlich auch eine Motivation schaffen, überhaupt was zu verändern. Da hängt es ja meistens auch dran, vor allem bei so Sachen wie durch die ganze Arbeit, durch die Belastung, wenig Freizeit, haben wir gar keine Energie, keine Kraft, um uns wirklich damit zu befassen. Das hindert uns dann auch wieder dran. Um in die Schöpferkraft zu kommen, bräuchten wir ja eigentlich vielleicht auch mehr Ruhe. Und weil zum Beispiel ist es ja auch oft, weil Menschen dann eben vielleicht wenig Freizeit haben, weil sie so viele To-Dos haben, aber dann packen sie sich auch noch sehr viele Aktivitäten in die Freizeit,
weil sie denken, irgendwie, dann muss die auch genutzt werden. Also selbst Leistungsgesellschaft sogar in der Freizeit. Und dass man sich eigentlich viele sich schon schuldig fühlen, wenn sie mal einfach nichts machen. Wobei viele dann eher auch vom Fernseher sitzen oder vielleicht auch wieder online was schauen. Während, also auch in meinem persönlichen Leben kam ich in eine ganz neue Kreativität, auch um meinen Alltag anders zu gestalten, als ich gelernt habe, dann mindestens eine Stunde am Tag gar nichts zu machen. Also auch kein Buch lesen, keinerlei Ablenkung, um überhaupt erstmal wieder einen inneren Raum zu schaffen, dass neue Ideen da oder dass wir Zugang haben überhaupt zu unseren inneren Kräften. Würdest du das auch so sehen? Ja, absolut. Ne? Also da, weil du Gerald Hüther schon erwähnt hast, der hat ja auch das Buch geschrieben, Wir informieren uns zu Tode. Ne? Also da geht es ja auch darum, wirklich zur Ruhe zu kommen, nicht mehr zu viel Medien zu konsumieren und sowas, ne? Um ja überhaupt wieder die Kraft zu haben und Energie zu haben, wirklich wieder denken zu können, ne? Überhaupt handeln zu können. Nicht nur Ruhe ist natürlich wichtig, sondern auch, also für mich zumindest ist das wichtig, auch das Kreative auszuleben. Ne? Also man sieht ja auch, spiele auch Gitarre, das sind Sachen, da muss ich an nichts denken, da bin ich einfach dabei, da kann ich mich stundenlang mit befassen. Und solche Dinge haben wir einfach viel zu wenig im Leben. Ich merke das auch, wenn ich therapeutisch arbeite, wie zu viele Menschen ist das Thema Arbeit, Leistungen und sowas viel zu wichtig. Und die wissen gar nicht, die haben gar keine richtigen Hobbys. Und das ist halt traurig, ne? Das gar nicht zu erkennen, weil wir das irgendwie verlernt haben. Und weil wir glauben, dass es nicht wichtig ist. Also wir erkennen im Prinzip den Sachen, die, also das ist ja auch so ein Symptom unserer Gesellschaft, dass alles, was eigentlich das Leben lebenswert macht, dem schenken wir sehr wenig Wert im Sinne wirklich von materiellem Wert, von Geld denken oder von Wichtigkeit. Wie viel Zeit wir dem widmen, wie viel Geld wir dafür ausgeben. Das wären Sachen wie Pflege, Zuneigung, Beziehungspflege, sich um sich selbst kümmern und zwar jetzt nicht im Sinne von sich selbst optimieren und wieder noch Sport machen. Und also Sport machen ist ja schön, wenn man es macht, um als Ausgleich, um sich zu entspannen, aber nicht, um sich noch mehr Leistung abzuverlangen und irgendwie gut sein zu müssen. Und das, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, dass das eigentlich das Traurige ist, weil wir überhaupt keinen Zugang mehr zu uns haben. Das ist immer das Leistung, genau den Wert, den wir dem beimessen. Ist krass. Und wenn wir aber erkennen würden, im Prinzip, dass das die Sachen sind, die das Leben lebenswert machen, die das Wichtigste sind, bevor wir sterben. Wir wollen doch nicht auf dem Sterbebett sagen, oh wow, ich habe immer 60-Stunden-Wochen gemacht. Und das aber, das verdrängen viele so und fühlen sich dann vielleicht auch sogar schuldig, wenn sie sich sowas gönnen, was ihnen einfach nur Spaß macht, was keinen anderen Nutzen hat, außer Freude und Entspannung. Ja, absolut. Ne? Wir haben ja Also im würdest du jetzt als Prinzip. Psychologe unseren Zuschauern die Erlaubnis geben, ihr dürft das machen, was euch Freude macht in eurer Freizeit? Ja, absolut. Ne? Ich hatte mir aufgeschrieben, dass wir im Prinzip ja menschliche Werte gegen materielle Werte getauscht haben, ne? Und unsere politische Selbstbestimmung durch politische Apathie ersetzt haben. Also da geht es ja vor allem darum, dass wir uns anfangen sollten, wirklich diese grundlegenden Fragen auch wieder zu stellen. Also was will ich überhaupt? Was sind meine Bedürfnisse? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das sind wir komplett verlernt. Und wir denken, das ist nur persönlich. Aber genau das ist eigentlich das, was dann den politischen Wandel erst möglich machen würde, weil wir nur dadurch wieder im Prinzip ganze selbstbestimmte, kreative, kraftvolle Menschen haben, die überhaupt in der Lage sind, irgendwie noch zu handeln, die Energie haben. Du hast ja auch auf dem Cover hier, da sieht man also ich finde ehrlich gesagt die Farbe ziemlich erschreckend. Ich glaube, ich hätte mir das Buch im Handel nie gekauft. Der Titel hat mich gereizt. Aber hier das zeigt ja, wie viele sich auch fühlen und wie wir, selbst wenn wir die Ketten nicht sehen, eigentlich uns in diesen Ketten fühlen, dass wir Geld verdienen müssen, damit wir überhaupt irgendwie leben können oder dürfen, eine Existenzberechtigung haben. Aber es ist irgendwie auch ein Schein, weil es gibt auch Leute, die leben anders und die überleben auch und sind vielleicht sogar glücklicher.
Ja, absolut. Also ich weiß gerade nicht, ob das wie das Land heißt, was statt ein Bruttoinlandsprodukt ein Bruttoglücksprodukt Bhutan, war das war. Bhutan? Bhutan, ich glaube schon, ne? So, Hm. das ist halt hochinteressant, dass es sowas gibt. So also komplett, wir müssten eigentlich komplett unsere Werte wieder entweder hinterfragen oder überhaupt erstmal neu aufbauen, ne? Weil das, was wir als wichtig empfinden, ist halt eigentlich meistens völlig unwichtig. Wie du auch schon gesagt hast, mit den sozialen Beziehungen und so weiter, das ist ja auch was mit diesem negativen Menschenbild, was wir vermittelt bekommen, was sich ja immer so weitergespannt hat, das hat ja immer mehr zur Spaltung geführt, ne? Also wir sind da, ich weiß nicht, ob du dich mit Transaktionsanalyse auskennst. Also da gibt es einen Begriff, der nennt sich Lebensposition. Und du kennst das bestimmt mit diesem Ich bin okay, du bist okay. Oder Ich bin okay, du bist nicht okay. Also das ist, da gibt es im Prinzip vier Kombinationen. Ne? Und wir sind halt ganz oft in dem Ich bin okay, du bist nicht okay. Das heißt, wir haben eher eine Abneigung gegen sämtliche fremde Menschen. Und das hindert uns natürlich überhaupt, Beziehungen wieder aufzubauen. Es fördert die Spaltung und am Ende sind wir nur noch ganz viele atomisierte ja, Menschen, die überhaupt nicht mehr als Gesellschaft zusammenleben, sondern nur noch als einzelne Individuen. Und das ist ja das Beste, was es für einen Totalitarismus im Prinzip gibt. Und da wollen wir ja hoffentlich nicht hin. Ja, das ist auch genau, was du in deinem Buch beschrieben hast. Erstmal diese Ursachen, warum wir eigentlich so apathisch sind, und das wissen halt Menschen und die nutzen das aus. Und wir werden quasi im Prinzip wirklich gezielt voneinander getrennt und isoliert und individualisiert. Ja, das ist so. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Also ich mache manchmal Surfkurse. Und da wurde mir dann erklärt, wenn ich auf dem Brett stehe, ist es ganz wichtig, dass ich dahin gucke, wo ich hin will. Weil ich dann dorthin lenke, also mein Körper lenkt dahin, wo ich hin will, also auch weil ich auch dann mein Fokus, meinen ganzen in die Richtung lenke. Und nun machen wir aber meistens das Gegenteil. Also auch die Medien, die aufklären, ist genau wie hier, nochmal, Richtung Dystopie. Da gucken wir die ganze Zeit hin. Also denke ich mir, wenn man das so aufs Leben auch anwendet, dann fahren wir aber auch dahin. Wenn wir jetzt so viel dahin gucken, irgendwie unbewusst, selbst wenn wir aufklären, fahren wir aber auch dahin. Also wie kriegen wir das jetzt hin? Okay, Aufklärung wichtig, wir gucken da mal hin, aber dass wir dann nicht auch dahin und mal weiter uns ziehen lassen, quasi, weil wir dann uns nur damit beschäftigen und quasi das dann reproduzieren, obwohl wir es besser wissen. Mir fällt da gerade einen Satz ein, den habe ich bei der neuesten Folge von Fair Talk gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt. Die hat sowas gesagt, wir müssen nicht das aus dem System rausgehen, sondern wir müssen das System aus uns rauslassen quasi. Das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also wenn wir aufhören, uns daran anzupassen, da mitzumachen, dann werden wir da Stück für Stück Widerstand irgendwo schaffen. Also wir brauchen noch nicht mal wirklich aktiv zu demonstrieren oder sowas, sondern wenn ich einfach nicht mitmache an den Dingen, die sozusagen wollen, dass ich tue, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Und das fängt ja dann auch ja, im beruflichen Kontext beispielsweise an. Also das merke ich ja auch immer wieder bei Patienten beispielsweise, die ja, Überstunden machen über ihre Grenzen hinaus und aber gar nicht wissen, dass sie ja wirklich auch Nein sagen könnten. Weil da hängen natürlich Ängste dran, die auch verständlich sind, aber letztlich ist es immer die Entscheidung zwischen ja, Finanzielles oder ja, meine Gesundheit. Ne? Und da sollte die Gesundheit immer an erster Stelle stehen. Deswegen haben wir auch so ein bisschen verlernt, überhaupt die Macht, die wir haben, wirklich zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Ne? Ist da vielleicht auch manchmal unbewusst eine Angst eben vor der Erkenntnis, wie viel Zeit man im Prinzip nicht das gemacht hat, was man eigentlich wollte? Also, dass das dann vielleicht die Schmerzvermeidung ist, wenn wir jetzt innehalten und feststellen, oh mein Gott, oder wir müssen dann den Mut haben, vielleicht wirklich anders zu leben. Und dass das halt irgendwie auch so eine Vermeidung ist, dieses mit, also überhaupt mit sich in Kontakt zu kommen, weil man intuitiv spürt, dass
diese Erkenntnis wäre erschütternd. Und also schiebt man sie immer weiter hinaus quasi, bis sie dann wahrscheinlich in der Todesstunde so oder so dann trotzdem kommt. Ja, absolut. Also wir haben ja immer irgendwie Angst vor dem Neuen. Und da sind wir wieder bei der Status Quo-Neigung im Prinzip. Also bevor ich jetzt irgendwie was riskiere, was vielleicht noch schlechter ist, dann bleibe ich lieber bei dem, was ich schon kenne. Und das erfordert Mut, quasi da rauszugehen aus dem Hamsterrad, ne? Und im Prinzip muss ich wirklich nur einen Schritt nach links oder rechts machen, ist erstmal egal. Hauptsache, ich komme da raus. Ne? Wie finden So. wir den Mut? Wie können Leute Mut fassen, finden? Ja, schwierige Frage. Wichtig ist ja die Motivation irgendwie zu schaffen, also sich bewusst zu machen. Es kann ja wirklich, wenn wir da dran arbeiten, was Positives bei rauskommen. Also nicht mehr im Sinne von, ja, wie das beispielsweise bei Wahlen ist, politische Wahlen, haben wir natürlich mittlerweile schon die Hälfte, die sich gar nicht mehr dafür interessiert. Die haben schon längst aufgegeben. Die wissen, das bringt eh nichts. Aber da ist es ja wichtig, wirklich in unserem eigenen kleinen Mikrokosmos Veränderungen zu schaffen und für uns selber. Also wenn es uns gut geht, also es macht auch Sinn, das nicht als Gesellschaft zu denken, sondern nur in seiner eigenen Welt erstmal zu bleiben. Und wenn es mir gut geht, dann geht es automatisch, glaube ich, auch anderen gut. Ne? Also da sind wir wieder bei dem, sei der Wandel, der du, nee, wie geht der Satz? Sei der Sei du die Ver Veränderung, die du dir genau, wünschst für die Welt. genau sowas. Ne? Und das ist ja das, was wir tun können. Ne? Und klar sind wir dann auch wieder bei dem Thema, wir können keinen dazu zwingen. Und das wäre dann sonst wieder der alternative Ansatz, so wie es jetzt schon gemacht wird, mit dem, ja, wir bestimmen die Politik, wir bestimmen das und das. Wir werden dazu irgendwie gedrängt, gelenkt, was wir denken sollen, was wir für Meinung haben sollen. Und wir können halt keinen zu einem glücklichen Leben zwingen. Und das ist auch das, was einen natürlich an der Therapie hindert. Wenn der Mensch sich selber nicht verändern möchte, wenn er sich nicht dafür entscheidet, dann kann ich als Therapeut machen, was ich will. Auch wenn ich weiß, dass es ihm besser geht, das Es ist hilft eigentlich natürlich erstmal die nicht. große Frage für die Gesellschaft, wollen Sie das überhaupt? Wollen Sie überhaupt einen Wandel zu einer anderen Welt, zu einem anderen Gesellschaftssystem, wo mehr Menschlichkeit ist? Oder ist auch die Frage, wie ist für dich jetzt eine utopische Gesellschaft? Wie stellst du dir die vor? Ich habe mir da tatsächlich jetzt auch mal Gedanken drüber gemacht. Also eigentlich bin ich da immer sehr vorsichtig, was das angeht. Also ich habe mich viel auch mit dem Thema so Anarchismus befasst, also mit den ursprünglichen Dingen, was ja auch immer sehr falsch dargestellt wird. Also dieses Chaos, Gesetzlosigkeit und sowas, was es ja überhaupt nicht ist. Also im Prinzip geht es ja nur darum, dass keiner mehr über einen anderen herrscht. Das ist ja eigentlich das Beste, was wir uns vorstellen können, wenn wir alle gleichberechtigt sind. Das heißt, meine Idee wäre es sozusagen, einmal das Grundbild mit einer Demokratie, also mit einer echten Demokratie zu verbinden und vor allem auch den Staat nicht mehr als Herrschaftsinstrument, wie auch immer, zu nutzen, sondern als reinen Verwaltungsapparat. Ne? Dass wir nicht nur noch zum Beispiel einmal alle 4 Jahre wählen und dann wird alles nur noch von oben nach unten bestimmt, sondern dass es nur noch vielleicht zum Beispiel durch so Bürgerräte oder sowas Repräsentanten gibt, die das vermitteln, was quasi die Bevölkerung möchte, also so verschiedene Abstufungen, zum Beispiel kommunal, die Länder und dann der Bund, aber dass es nicht nur von oben nach unten geht, sondern ständig hin und her. Ne? Und dass jeder auch, wenn er nicht das macht, was seine Aufgabe ist oder wenn er seine Machtposition oder sowas ausnutzt, kann er jederzeit abgesegnet werden. Und wir haben ja die Möglichkeiten,
Digitalisierung wird immer so schlecht geredet. Dabei geht es ja letztlich eher darum, wie wird mit den Daten umgegangen und so weiter. Aber wir haben ja da, jeder hat einen Taschencomputer sozusagen, sein Smartphone. Da könnte man ja auch Apps, irgendwelche Möglichkeiten machen, wo ich auch digital ständig mitbestimmen kann, wie ein Forum, wo ich ständig irgendwelche Ideen einbringen kann, die diskutiert werden, wo man natürlich vor allem bei wichtigen Entscheidungen auf allen Ebenen bestimmt. Es gibt ja auch schon so eine App, die Democracy-App. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Kenne ich auch, aber die hat natürlich keinen praktischen Einfluss. Man kann zwar sehen, wer hat das was bestimmt, und meistens meiner Erfahrung nach stimmt das, was die Bevölkerung sagt, nicht mit dem, was dann letztlich die Politiker aber bestimmen. Aber wir sind jetzt in der Utopie. In der Utopie könnte man diese App nutzen, um wirklich mitzubestimmen. Genau, zum Beispiel. Ja. Da müssten ja die Politiker nur gucken, was haben die Leute da abgestimmt. Ja. Na gut, dann setzen wir das jetzt um. Ja, und da auch Politiker Parteien komplett abschaffen. Das heißt, wofür Parteien? Weil Parteien sind ja nur verschiedene Interessengruppen, aber das Interesse, das kommt ja vom Volk aus. Also das heißt, wir können ja ständig bei allem mitbestimmen. Und dadurch kann es auch keinen Lobbyismus oder so mehr geben. Da macht es auch Sinn. Das ist natürlich dann eher meine persönliche Vorstellung, aber zum Beispiel vor allem Reichtum zu minimieren. Das heißt, da gibt es ja verschiedene Schutzmechanismen. Also es geht ja darum, die Demokratie vor Machtmissbrauch zu schützen. Und Geld ist nun mal Macht. Deswegen kann man jetzt, weiß ich nicht, zu Sachen machen wie maximal darf jemand 100 Millionen oder von mir ist auch nur 10 Millionen besitzen. Und alles, was darüber hinausgeht, kommt eine radikale Steuer, die dann wieder ans Volk weitergegeben wird, dass man schon Angst haben muss, überhaupt zu reich zu werden. Und vor allem, dass man sagt, ab einem bestimmten Reichtum muss alles transparent sein, dass jeder weiß, wie viel Geld hat er wirklich zur Verfügung oder zumindest das Finanzamt oder sowas. Wir brauchen ja generell ein gerechtes Steuersystem. Das heißt, dass man zum Beispiel die Einkommensteuer komplett abschafft, dass es nur noch eine reine Vermögenssteuer gibt, dass es den Menschen dadurch schon deutlich besser gehen wird. Und was ich auch ganz wichtig finde, das beschreibt auch Rainer Mausfeld in dem Hybris und Nemesis, der spricht ja auch von so einem lernenden Souverän, also dass wir selbst unsere eigenen Fehler als Volk machen müssen, das heißt Gesetze bestimmen, die vielleicht auch mal total blödsinnig sind, aber dadurch halt lernen und rausfinden, was ist das Richtige für uns. Und wie sind deine Mitmenschen? Also weil, um damit sowas zum Beispiel funktioniert, bräuchte man ja vor allem erstmal reife Menschen. Ja. Wie sind deine Mitmenschen in der Utopie im Vergleich zu den Menschen, die heute so die Mehrheit bilden, die du so jetzt in der Fußgängerzone oder so siehst oder in deinem Freundeskreis hast? Ja, also es müsste ja komplett wirklich auch das Bildungssystem überarbeitet werden. Das ist, dass ich im Fernsehen nicht mehr irgendeinen Blödsinn sehe, sondern wirklich Bildungsfernsehen, Aufklärungsarbeit, also objektiv, nicht irgendwie, dass irgendwelche Meinungen beeinflusst werden, sondern wirklich, ja, das und das ist so. Und dass überhaupt dadurch sich ein politisches Wesen wieder entwickelt bei Menschen. Also wirklich lernen, Verantwortung zu übernehmen. Grundsätzlich ist keiner gezwungen, mitzuentscheiden. Also es steht ja jedem frei. Aber ich denke, das wird, also ich habe mir also vorgestellt, man könnte zum Beispiel sagen, ich mache so eine Art Systemtag, wo wirklich einmal alles komplett runtergefahren wird und man macht ein riesiges Massenevent draus. Man sagt, okay, da gibt's verschiedene Versammlungen und dann wird wirklich mal von null diskutiert, wie wollen wir jetzt weiterleben. Das überfordert vielleicht erstmal ganz viele. Aber ich glaube, über eine gewisse Zeit kann sich da auch was entwickeln, dass die Menschen da wieder denken, okay, ich kann jetzt tatsächlich mitbestimmen, ist nicht mehr so wie vorher. Und dadurch, ja, Stück für Stück baut sich da vielleicht was auf. Wenn du jetzt dir zugehört hast, was du so erzählst, ist ja auch alles sehr politisch und System. Und wenn wir dann wieder an Gerald Hüther denken, dass wir Begeisterung brauchen für die Vision, also wie so Begeisterungsfunken habe ich jetzt nicht sprühen sehen bei dir. Hast du da irgendwas auch, also so was,
was den Alltag ausmachen würde. Zum Beispiel, wenn du sagst, du spielst Gitarre, würde es mehr Konzerte geben? Wie wäre die Kultur? Also auch, um Zuschauern jetzt zu zeigen, es ist jetzt nicht alles so trocken wie in der Schule. Es wird jetzt eine neue Pflichtveranstaltung, die Veränderung. Also dann ist ja logisch, dass keiner Bock drauf hat. Aber wie wird das umgesetzt, dass halt die Leute da Lust drauf haben? Vielleicht ist es auch deshalb, daran scheitert es vielleicht ja auch bisher, ne? Dass wir nicht finden, wie wir die Freude irgendwie da reinbringen, damit unser Gehirn uns diese Energie überhaupt zur Verfügung stellt, die wir brauchen für diese ganze Arbeit, die da Ja, und nötig das ist ja ein Riesenprozess. Also man müsste ja schon im Kindergarten, in der Schule damit anfangen, wirklich wieder ja, das Spielerische, das Kreative zu fördern und auf eine spielerische Art und Weise wirklich grundlegende Dinge zu lernen. Das heißt, grundlegende Werte vermitteln. Das heißt, einen Gerechtigkeitssinn wieder entwickeln, dass sich sowas wie ein Reichtum oder Wunsch nach Reichtum gar nicht mehr, zumindest in dem Maß, wie es jetzt ist, entwickeln kann. Weil mehr ein Miteinander ist, statt irgendwie ein Konkurrenzdenken. Und da hat ja, ich weiß nicht, wie der andere Hirnforscher heißt, Spitzer, Manfred Manfred Spitzer, Spitzer. genau, der hatte da ja auch das schon mal vor Jahren gesagt mit dem, ja, Musik, Kunst und so weiter, dass das halt im Unterricht sein muss und halt nicht diese typischen trockenen Fächer, die uns eigentlich eh gar nichts bringen, ne? Also klar kann es da im späteren Verlauf, wenn ich mich dafür interessiere, kann man das tun, aber ich muss nicht irgendwie in der Schule lernen, auf Englisch Goethe zu interpretieren, wenn ich noch nicht mal irgendwie die einfachsten Dinge verstanden habe, ne? Also jetzt als Resümee würdest du sagen, okay, der Wandel, weil das ist ja die Frage in deinem Buch ist ja, also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber du stellst ja die Frage, unmöglicher Wandel, aber du sagst, es ist schon möglich. Ja, deswegen ist ja auch das Die Frage ist aber, Fragezeichen ob wir es da. wollen. Das ist das, was wir jetzt rausfinden können. Ja, also ich will es auf jeden Fall und ja, jeder sollte da sein Teil dabei tragen. Also das, was er kann, was er möchte. Und ja, dann können wir wirklich nur warten und hoffen. Das ist das Einzige, was wir leider tun können. Und selbstbestimmt, also die wollen eben auch selbstbestimmt zu erkennen, ach, ich muss gar nicht auf die anderen warten. Also das ist ja auch die gute Botschaft. Also man kann ja das eigene Leben verändern. Manchmal inspiriert das dann andere, aber selbst wenn die dann das nie machen und sie es entscheiden sich für den Status quo, hat man zumindest selbst sein Leben bereichert und erlebt noch was, bevor man stirbt. Ja, absolut. Und da fällt mir auch was von Erich Fromm ein. Und da gibt es auch ein Video von, weiß nicht, 1970. Da spricht er ja auch davon, also dass selbst wenn wir nur so 1% Hoffnung haben, dass wir daran trotzdem festhalten sollten, ne? Weil sich's trotzdem lohnt, auch nur diesen Funken zu nutzen, weil wenn wir das aufgeben, dann können wir auch komplett alles sein lassen. Und das ist auf jeden Fall nichts Wünschenswertes für mich, ne? Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, da ein ganzes Buch zu schreiben, das im Self-Publishing rauszubringen. Also ich fand es auch, ich war beeindruckt, dass du so gut schreibst. Also man liest sich auch gut durch, obwohl das alles sehr dichte Information ist. Es ist angenehm geschrieben. Deshalb danke dafür. Vielleicht inspiriert das ja jetzt auch den einen oder anderen erstmal damit anzufangen, dein Buch zu lesen. Und ja, danke, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast für das Videogespräch. Ja, erstmal auch vielen Dank für die positive Rückmeldung und sehr vielen Dank für diese Einladung hier zu meinem ersten Interview, was ich quasi führe. Deswegen kann ich auch nur sagen, bitte mach weiter so mit deiner Arbeit, die ist nämlich unglaublich wichtig. Na, oh, danke schön. Mach's gut.